Ciao. Einen wunderschönen guten Abend, Leute. Wir nutzen die Dämmerung noch für ein kleines Video, bevor es dunkel wird und ich dann wieder kein Licht habe, nur dieses blöde Zimmerlicht. Ja, ich muss erstmal kurz verschnaufen. Ich war gerade im Fitnessstudio. Ja, was geht ab? Schon wieder 4 Wochen her, verdammte Kacke. Die Zeit vergeht, es ist Sommer geworden mittlerweile. Und ja, ich habe mich im Fitnessstudio angemeldet. Ich bin ja normalerweise so der Schwimmertyp. Also ich bin wirklich 1 bis 2 Mal, manchmal auch 3 Mal die Woche im Schwimmbad. Aber im Sommer ist das so eine Sache, ja, weil im Sommer ist es wirklich furchtbar voll, auch hier in Worms. Und da gehst du kaputt quasi. Und dann habe ich gesagt, komm, melde dich mal wieder im Fitnessstudio an. Ja. Ich bin pumpen. Nee, Gott. Also im Prinzip einfach nur ein Ausgleich für meinen Job als Fachinformatiker, wo ich halt den ganzen Tag praktisch vorm Computer sitze. Genau, deswegen muss ich mich erst wieder dran gewöhnen. Ich bin leicht fertig, aber ich dachte, Video muss mal wieder sein. Ja, es ist Sommer, Leute. Es ist wirklich auch bei uns hier in der Wohnung mindestens 28 Grad. Im Moment ist es nicht so warm, aber es war die Woche auch schon mal wärmer. Ihr habt es ja sicherlich alle mitbekommen. Ich hoffe, ihr wart oft genug am See oder im Schwimmbad oder irgendwo, wo man sich abkühlen kann. Wir haben es hier noch relativ gut, weil wir natürlich nicht irgendwie im Speicher sind oder ganz oben, sondern es ist noch einer über uns. Aber trotzdem war es echt warm. Ich hoffe, ihr habt die Zeit genossen. Ich habe es gemerkt, vor allem am Abverkauf einer EMI 440 zum Beispiel, ist weggegangen wie Sau die letzten Wochen, brutal. Also dieses extreme Sommerhoch, das ist fast jetzt so langsam schon vorbei. Also ich habe es echt im Juli, so Mitte Juni bis Mitte Juli habe ich es extrem gemerkt. Die Leute haben wirklich Katastrophe gehabt. So viele EMI 440 und die ganzen portablen Shishas und Aizuka und alles mögliche. Also man hat richtig gemerkt, verdammt nochmal, jetzt geht's ab, weil jetzt gerade Sommer ist und alle Leute wollen draußen rauchen. Das hat man echt gemerkt. Ich war beeindruckt, wir waren mega am Arsch, wir haben so ein bisschen so gerannt für euch. Dann kam dieser Poststreik dazu, ihr habt es ja alle mitbekommen, DHL und keine Ahnung. Ich hatte bestimmt, lass mich nicht lügen, bestimmt 20 oder 30 Pakete locker, die vom Streik betroffen waren. Ich hatte bestimmt davon 10 Stück, die nie ankamen, die immer noch irgendwo auf dem Weg sind und wo ich mittlerweile sogar das Paket schon nachgeschickt habe, also quasi zweimal, weil irgendwann, also ich weiß nicht, wie andere Shops das gemacht haben, aber ich habe mir halt gesagt, okay, wenn die Kunden 3 Wochen auf ihr Paket warten, ja, Nachforschungsantrag und bla, scheißegal, es kommt einfach nicht, dann schicke ich doch einfach ein neues Paket los, was dann innerhalb von ein paar Tagen ankommt. Und wenn das andere Paket noch auftaucht, und es ist was, das taucht immer auf eigentlich, meistens kommt es dann wieder zu mir zurück, weil da draufsteht, was weiß ich, wurde beschädigt oder keine Ahnung, dann hat der Kunde wenigstens sein Paket. Ja, so ist von meinem Verständnis ja eigentlich am fairsten, weil die Kunden warten ja wochenlang auf die Pakete. Und ja, ich meine, ich kann dafür zwar auch nichts oder die Shops können dafür auch nichts, aber ist natürlich unschön, wenn ihr dann 3 Wochen auf eine Bestellung von mir warten müsst. Naja, ich glaube, der Längste hat 3 Wochen gewartet. Ansonsten konnten wir alles wirklich ganz gut abwickeln. Gott sei Dank, ich bin froh, dass es vorbei ist, es war echt stressig. Aber so ist das, Leute. Streik, was willst du machen? Es gibt auch, wenn ich jetzt mit Hermes oder mit was weiß ich was versende, irgendeiner streikt immer und es sind auch alles nur Menschen und die versuchen auch alle nur für wenig Geld gute Arbeit zu machen. Deswegen muss ich es auch mal ein bisschen in Schutz nehmen. Und eigentlich sind wir ja immer schnell. Ja. Also wie oft ist eine Bestellung von mir schon nach einem Tag da? Könnt ihr selbst beurteilen. Ist, glaube ich, sehr oft der Fall. Und ja, dann sollen die alle auch mal streiken. Finde ich okay. Ja, bevor ich irgendwas über Shisha erzähle, dachte ich, erzähl mal ein bisschen, was im Moment so abgeht. Ich weiß nicht, was bei euch. Wie gesagt, DHL-Streik, Sommer hoch, übelste Abverkauf von irgendeinem ganzen Sommerzeug. War brutal. Es ist viel Musik auch rausgekommen. Casey Rebel hat ein neues Album gemacht, war ich ja wirklich auch ein Neueinsteiger, ich habe vorher noch gar nichts von ihm gehört. Jetzt will er ja in die Shisha-Szene einsteigen, ja, man kann das so ein bisschen belächeln, manche finden es geil, manche nervt es total. Ist natürlich klar, ist ein prominenter Kerl, der jetzt auch in der Shisha-Szene etwas macht, außer mit seiner Lounge. Finde ich schön, also das Album war auf jeden Fall cool, ich habe ihm eine Chance gegeben, weil eigentlich habe ich schon mal gesagt, ach komm, hau mir ab, ja. Aber ich bin ja eigentlich genauso der Typ, ich höre viel Deutschrap und auch viel diese Richtung halt, ne? Und hab ihm mal eine Chance gegeben und habe mir das Album bei Amazon geholt und das war wirklich gut, also war echt schön. Höre ich heute noch, also Respekt, war echt nicht verkehrt.
Was kam noch? KIZ kam ja jetzt letzte Woche, vorletzte Woche, habe ich mir auch vorbestellt. Klar, das KIZ ist ein Muss eigentlich für mich. Ich bin schon seit Hahnenkampf, was war vorher, was ist schon, ich bin schon ewig dabei. Eigentlich seit Royal Bunker Zeiten höre ich KIZ. War mal eine Zeit lang nicht mehr so auf dem KIZ-Trip, weil es mir einfach auf den Sack gegangen ist, aber mittlerweile bin ich wieder voll offen und brutal das neue Album. Also so zwei, drei Lieder sind blöd, aber der Rest ist wirklich, geht wirklich fit. Massiv-Album habe ich mir auch gekauft gestern. War ich überrascht. Ist vielleicht nicht so bekannt bei euch oder bei den Leuten, aber war wirklich auch ein sehr gutes Album. Kann ich nur empfehlen für die Leute, die, ja, die nicht immer so diese Gangster-Sache haben wollen, sondern der ist auch ein bisschen, der ist mal ein bisschen klar im Kopf. Früher diese ganze Geldscheiße und so. Der hat wirklich sehr, sehr schöne Tracks auf dem Album, wo er auch selbst halt eingesehen hat, verdammt nochmal, in meinem Scheißleben geht es nicht nur um mein Scheißgeld und mein Gangster und keine Ahnung, sondern halt auch um andere Sachen, andere wichtige Sachen. Sehr gut. Genau. Ja, Casey Rebel, Tabak, was, weiß nicht, ob ich, was soll ich dazu sagen? Müssen wir warten, kommt jetzt raus. Was haben wir? Was haben wir auf dem Datum? 20. Ah nee, heute kommt es glaube ich raus, ne? Ich glaube, heute kommt der Tabak raus. Hasso heißt er. Den Namen finde ich nicht so gut gewählt, weil er sich anhört wie ein Hund. Aber gut, das ist Geschmackssache. Ja, wird zusammen produziert mit Blubberhaus. Hat ja, denke ich mal, mittlerweile jeder gesehen. Jetzt, wo die Verpackungen draußen sind, dann sieht man natürlich direkt, okay, das sind Ultimate-Verpackungen. Naja, wir testen das mal. Ich bin mal gespannt. Ich weiß, ich kann euch noch nicht versprechen, ob ich welche abkriege im Shop zum Verkaufen. Die Leute stürzen sich ja natürlich drauf, weil die genau wissen, dass ihr alle das Zeug kauft, dass ihr alle da total geil drauf seid. Deswegen weiß ich nicht, ob wir in der ersten Fuhre was abkriegen werden. Mal gucken. Ich werde es auf jeden Fall mal rauchen, wenn ich es irgendwo kriege. Der Hype ist natürlich extrem, klar. Also immer, wenn sowas kommt, extremer Hype. Brutal. Ja. Am Ende ist es vielleicht einfach Ultimate mit ein paar anderen Flavern, aber egal. Ich will da gar nicht lange drüber reden. Man muss einfach, bevor man sich irgendwie da rumhatet oder so, ja, im positiven wie im negativen Sinne, muss man sich einfach selbst ein Bild darüber verschaffen. Und wenn man das Geld gewillt ist, eins auszugeben, ja, und der ist ja wirklich teuer, der kostet ja irgendwie 17, 18 Euro, 150 Gramm oder sowas, ne? Ist schon hart. Ja, ist schon fast ein bisschen dreist. Ja. Aber gut, so ist das halt. Ne? Der macht halt auch ein bisschen Promo und die Leute, die ein bisschen dahinter blicken, die werden auch dann kapieren, dass das einfach nur halt, der Name wird halt verkauft. Aber so ist es ja überall. Ist ja auch egal. Reden wir drüber, wenn ich ihn in der Hand habe oder wenn ich ihn mal endlich verkaufe. Mal gucken, wie lange das dauert. Ja, ansonsten, keine Ahnung, ich habe mir Unterwasserkopfhörer gekauft, Leute, ohne Witz. Ich war ja dann doch, habe mich ab und zu mal zum Schwimmen, wollte dann doch mal schwimmen, weil mir war wirklich so warm und ich musste ins Schwimmbad, obwohl halt alles total voll ist und der Rand komplett überfüllt ist. Aber in der Mitte ging es eigentlich, also geschwommen ist eigentlich keiner, ja, weil wollte kein Mensch schwimmen. Ich bin der Einzige, der schwimmen wollte, okay. Hab mir Unterwasserkopfhörer von Sony gekauft und es ist unglaublich cool, weil du bist wirklich komplett in deiner eigenen Welt. Das ist wirklich geil, kosten 70 Euro oder so, ist nicht teuer. Und du kannst, das 4 GB hat der, klar, ist nicht viel, keine Ahnung, aber scheiß drauf, es müssen nur 4, 5 Alben da drauf gehen, mehr muss ja gar nicht sein. Ne? Und das Coole ist, den kannst du auch zum normalen Trainieren benutzen, also du brauchst kein Handy, kein irgendwas, um das zu verbinden, keine Ahnung, sondern das ist ja autark ein MP3-Player quasi, der wasserdicht ist, du machst hier so andere Stöpsel rein und schon kannst du unter Wasser hören und das ist halt mega cool. Und wenn ich im Fitnessstudio bin, dann mache ich die einfach raus, mache normale Stöpsel drauf und höre quasi, höre ganz normale Musik. Ja. Und klar, es sieht jetzt nicht mega geil aus, aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, es gibt kaum Kopfhörer, die kabellos sind und mit dem du auf den Laufsteg gehen kannst. Aber also, von der Soundqualität her okay, klar, für die Liebhaber, die 300 Euro Kopfhörer haben, ist es natürlich nicht. Aber so für mich perfekt. Und zum Schwimmen, ey, es gibt nichts Geileres ohne Witz, als zu schwimmen und alles um dich rum. Und im Sommer ist es echt viel um dich rum, glaub mir. Einfach die Musik zu hören und man hört gar nichts mehr. Es ist einfach total entspannt. Kann ich wirklich nur empfehlen. Und für 70 Euro, es geht. Also ich hätte gedacht, es wäre teuer sowas. Und die Leute gucken dich halt auch so blöd an. Allein deswegen ist es so unglaublich lustig, die Leute dich einfach nur angucken, weil sie nicht verstehen, wie das möglich ist, dass du da Musik hören kannst. Obwohl das eigentlich schon seit 100 Jahren geht wahrscheinlich. Aber es hat halt einfach niemand. Naja, wie auch immer.
Ja, soweit zu mir. Das war 4 Wochen. Warm und anstrengend. Aber wir haben viel Sport gemacht und viel gekocht und viel geraucht. Ja, auch wenn es warm ist. Manche Leute rauchen ja weniger, wenn es so heiß ist. Wir haben zu viel geraucht auf jeden Fall. So 2, 3 am Tag waren schon drin. Aber egal, noch haben wir keinen Urlaub. Dann werden wir wahrscheinlich noch mehr rauchen. Aber so ist das. Man muss auch immer fleißig testen, genau. Ich will heute im Video den 7 Days rauchen. Ich gucke gleich noch, was ich für eine Sorte rauche. 7 Days ist schon länger auf dem Markt. Noch nicht so lang, aber schon ein paar Monate. Und ist für mich ein ganz schöner Tabak. Also ich war am Anfang ein bisschen skeptisch, weil so neue Sorte und sowas, ne? Also neuer Tabak, und man ist immer so ein bisschen skeptisch. Und bin aber doch jetzt sehr begeistert. Ich hole ihn mal und dann reden wir weiter. So, da bin ich wieder. Ja, die Verpackung habe ich leider weggeschmissen. Ich habe ja mittlerweile fast meinen ganzen Tabak in diesen Lock-and-Dock-Dosen. Deswegen kann ich euch UVP nicht im Real zeigen. Ich blende sie euch aber hier mal ein. Ich rauche den 7 Days 5 O'Clock. Smoke 5 O'Clock. Findet ihr... Oh, ich habe mir hier gerade diese Katze angeschaut, die auf dem Skateboard fährt. Verrückte Tiere, ja. Findet ihr unter Tabak und dann ganz oben das zweite 7 Days, ist ja eine Zahl. Da gibt es übrigens auch 2 neue Sorten, und zwar Black Apple und Power Smoke. Die habe ich jetzt beide in 20 Dosen reingekommen. Muss ich mal probieren. Sind auf jeden Fall ganz neu. Und dann gibt es noch viele, viele andere. Unter anderem sehen wir dann irgendwo den 5 O'Clock Smoking. Da ist er. So sieht die UVP aus. Ich muss euch gar nicht einblenden, oder? Sieht man das? Egal, ich blende es euch auf jeden Fall nochmal ein. Da ist ein Kaffee, beziehungsweise Quatsch, Kaffee, was erzähle ich? Ein Tee, 5 O'Clock, English Tea Time, ein Minzblatt und so ein Vanille-Ding oder irgendwelche Schoten, ich weiß es nicht, ist da drauf. Ich werde jetzt gleich auch nochmal dran riechen und dann kann ich euch das genau sagen. Boah, Leute, das ist so ein scheiß Vogel, der hier so einen Lärm macht. Das gibt's doch nicht. Ich muss euch das kurz mal zeigen. Das kann doch alles nicht sein. Macht ihr den Lärm, ihr 2 Stinker? Hä? Nein, irgendwo ist ein Vogel. Hier ist übrigens mein wunderschön gespanntes Netz. Das ist mega hässlich, ich weiß, aber safety first für die Katzen. Verflucht. Jetzt hat er aufgehört. Es ist ein blöder Vogel hier. Übrigens hier der Kratzbaum für 35 Euro. Er hält und hält und hält. Ja, unglaublich geil. So, sagt nochmal Tschüss. ich habe hier so einen Vogel vorm Fenster, der macht mich echt... Es sind mehrere Vögel. Entweder paaren die sich oder schieben ein Nümmerchen, keine Ahnung. Auf jeden Fall mega laut, zwitschern die ganze Zeit hin und her. Naja, so ist das in der Natur, ne? Jetzt hat man es nicht mehr. Ich könnte euch schwören, eben hat es die ganze Zeit gezwitschert. Und ich dachte, jetzt ruft der Eike an. Eike, du störst mich bei einem scheiß Video. Er stört mich beim Video. Eike! Was ist denn mit dir, Alter? Ja, ich mache gerade ein Video. Du bist jetzt live drinne. An der Apple Watch. Bis später, ciao. Ja, also man kann auch telefonieren mit der Apple Watch. Nicht wirklich gut, aber man kann es. Ja, genau. Wo waren wir stehen geblieben? Ja, diese Scheißvögel. Aber egal. Die Natur, so ist es halt. Aber direkt immer vor unserem Fenster. Ich drehe halt echt durch, aber egal. Naja. Gut, ich habe den Ding jetzt gebaut. Amy Powerball mit Callout Lotus, beziehungsweise Smokebox. Ich habe euch jetzt leider den Schnitt und alles nicht gezeigt. Egal, zeige ich euch das nächste Mal. Wir haben eh schon so dunkel, da kann man eh fast nichts mehr erkennen. Ja, immer noch in meiner Kaya Inox mit KS Silikon Diffusor. Ich weiß überhaupt nicht, ob man mich richtig sieht. Ja, es müsste gehen. So, Entschuldigung, ich musste mich gerade mal um meine Katzen kümmern.
Also Tabak ist natürlich feucht, ganz klar. Gott sei Dank. War auch nun bisher nicht trocken, also ist der Seven Days komplett feucht. Und der 5 O'Clock Smoking soll ja so ein schwarzer Tee mit Zitrone sein. Von der Zitrone merkt man nicht wirklich viel. Und jetzt muss man sich natürlich fragen, wie schmeckt denn eigentlich schwarzer Tee in der Shisha? Ganz interessant. So auch der Tabak, also wirklich sehr außergewöhnlich. Erinnert mich irgendwie so ein bisschen, ich weiß nicht, so an Alwaha Kulfa. Kennt ihr den? Es ist wirklich so ein ganz unbeschreibbarer Flavor. Also wirklich Zitrone ist es nicht. Vielleicht ein ganz kleines bisschen, 5% oder sowas. Ansonsten ist es einfach nur ein sehr undefinierbarer Geschmack. Es ist nicht mega eklig, aber es ist jetzt auch nicht, wo ich sage, hey, voll der geile Flavor. Es ist eher so im Mittelfeld. Aber es ist vom Geschmack her schon intensiv. Nach eben diesem schwarzen Tee. Ich weiß gar nicht, wie ich es anders beschreiben soll, ehrlich gesagt. Ich kann den Tabak nicht beschreiben. Es ist schwarzer Tee, offensichtlich. Also was man sagen muss, vom Rauchverhalten her ist er wirklich schön. Also natürlich ist er feucht, er ist aber jetzt auch nicht triefend nass. Das heißt, man kann ihn eigentlich auch ganz gut in einem Tonkopf oder so bauen. Also es läuft nicht komplett die ganze Molasse runter. Der Tabak ist sehr fein geschnitten, das zeige ich euch mal in einem anderen Video, den Schnitt. Ist wirklich sehr fein und sieht auch, also hat irgendeinen anderen Grundtabak oder irgendeinen Mischmasch, weil da sind keine Äste drin, sondern die Äste sind alle so klein geschnitten. Also das wird scheinbar vorher komplett zerkleinert, das ist ja eigentlich nicht verkehrt. Vom Schnitt finde ich es echt nicht schlecht. Ja, aber ansonsten eher so ein Mittelding. Die Leute, die schon mal schwarzen Tee rauchen wollten, die können das mit dem 5 O'Clock Smoking auf jeden Fall tun. Aber so eine wirkliche Geschmacksbeschreibung kann ich euch gar nicht geben, sage ich euch ganz ehrlich. Es ist wirklich ganz schwierig. Genau wie bei Alwaha Kulfa. Man weiß irgendwie, also irgendwie, man kann es nicht deuten, nach was es schmeckt, aber trotzdem möchte man es irgendwie rauchen. So ist irgendwie das Fazit. Das ist jetzt bestimmt schon der 5., 6. Kopf, den ich rauche. Und ja, ich rauche ihn, ja, das ist ja die Hauptsache. Wenn er nicht schmecken würde, würde ich ihn nicht rauchen. Also das kann man so sagen. Jetzt ist es doch ratzfatz dunkel geworden. Aber gut. Ja, 7 Days, Leute. Ist nicht so teuer. Ein bisschen teurer als Alwaha, aber nicht viel. 200 Gramm feucht und sind ein paar schöne Sorten dabei. Muss man sich mal durchprobieren. Ich habe, wie gesagt, die zwei neuen Sorten auch im Shop reinbekommen. Die werde ich dann auch nochmal testen. Und ja, wir haben hier furchtbar warm. Die Tür hinter euch ist offen, aber bringt nichts. Es ist trotzdem echt extrem heiß. Gucken wir mal, wie viel Grad wir haben. Ich weiß es gar nicht, mindestens mal so 28 oder so. Ja, 29 Grad hier drin. Mein lieber Mann. Naja, wie auch immer, Leute. Das war's erstmal von mir. Ich werde jetzt mal versuchen, öfters mal ein bisschen früher heimzugehen, damit ich mal ein bisschen mehr Zeit habe für Videos. Ja, was gibt's noch zu sagen? Schaut bei mir im Shop vorbei, ich habe oben in meinem Blog, ich habe einen News-Blog oben, wenn ihr auf atomhamster.com geht, schreibe ich immer rein, was es Neues gibt. Es sind viele neue Amy-Pfeifen gekommen, auch viele kleine Sachen zum Mitnehmen. Ich habe neue Kaya Inox, ich habe die Elox-Modelle von Kaya, muss man auch mal testen, werde ich mir vielleicht auch eine mitnehmen, die sehen sehr, sehr schön aus. Und ja, ansonsten genießt die Zeit, genießt das warme Wetter. Jetzt die nächsten Tage wird es, glaube ich, eher ein bisschen regnerisch. Mit Hagel und keine Ahnung. Also vorgestern hatten wir übelsten Hagel hier. Das war brutal. Aber das muss auch so sein. Ne? Wenn es heiß wird, dann heißt es auch gleichzeitig, dass es irgendwann auch mal wieder richtig donnert. Aber es geht schon fit. Besser so, als wäre es jetzt irgendwie kalt. Ne?
Haut rein, Leute. Wir sehen uns bis zum nächsten Video. Yalla, bye. Ciao.